Die WWE verbietet besonders gefährliche Moves. Zu häufig sind schon schlimme Unfälle passiert bei Aktionen, die im WWE-Ring zu sehen waren. Auch einfache und normale Moves können Verletzungen nach sich ziehen. Aber es gibt eben diese besonders waghalsigen Aktionen mit höherem Verletzungsrisiko. WWE schränkt diese besonders ein, um Superstars vor Verletzungen, Rollstühlen und einem verkürzten Leben zu schützen. Doch manche verbotene Moves feierten ihr Comeback. Hier sind 5 davon. 1. Der Curbstomp. Seth Rollins brachte den Curbstomp von den blutigen Straßen in Chicago in die WWE und machte ihn zu einem äußerst effektiven Finisher. 2015 hörte er jedoch plötzlich auf, den Curbstomp zu benutzen, und Fans rätselten, warum ersetzt Seth Rollins seinen Finisher, den Curbstomp, der so beliebt war, mit Triple H's Pedigree. Aus einem Interview mit Rollins geht hervor, dass Vince McMahon den Move barbarisch und ungeeignet fand. Es erinnerte ihn zu sehr an brutalen Straßenkampf, die Aktion sei für einen Topstar ungeeignet gewesen. Aber Vince McMahon ist dafür bekannt, seine Meinung hin und wieder zu ändern, daher feierte der Curbstomp sein Comeback. 2. Der Canadian Destroyer. Der Canadian Destroyer ist ein sehr spektakuläres Wrestling-Manöver, das vom kanadischen Wrestler P.T. Williams populär gemacht wurde. Der Move erfordert exzellentes Timing, gute Abstimmung und athletische, akrobatische Weltklasse. Da die Ausführung in der Vergangenheit zu Kopf- und Nackenverletzungen führte, war Vince kein Freund dieser Aktion. Allerdings ist der Destroyer in den vergangenen Jahren immer wieder zu sehen gewesen, aber nur bei großartigen Technikern und häufig mit vorheriger Absprache. Nummer 3. Die Shooting Star Press. Ein weiterer riskanter Move ist die Shooting Star Press. Sie sieht atemberaubend aus, aber kann die Karriere eines Wrestlers abrupt beenden, wenn etwas schief geht. Und das hat man eben manchmal nicht in der Hand, wenn die Seile rutschig sind und der Wrestler dann trotzdem dazu einsetzt. Bei dieser Aktion sind schon schlimme Dinge passiert. Aufgrund von Verletzungen im Ring wurde die Shooting Star Press verboten. Das prominenteste Beispiel für eine Verletzung ist Brock Lesnar bei WrestleMania 19. Manche Wrestler haben trotzdem eine Sondererlaubnis für diese Aktion. Sie müssen allerdings dafür unter Beweis stellen, dass sie den Move in Perfektion und auch bei erschöpftem Zustand noch mit voller Kontrolle ausführen können. 4. Der Piledriver. Der Piledriver galt lange Zeit als einer der brutalsten Moves im Wrestling. Ein schlecht ausgeführter Piledriver kann Karrieren und sogar Leben beenden oder verkürzen. Stone Cold Steve Austin erfuhr das am eigenen Leib. Als Owen Hart beim SummerSlam 1997 einen Piledriver verpatzte und Austin vorübergehend gelähmt im Ring lag. WWE verbot den Move daraufhin. CM Punk und John Cena nutzten dann den Piledriver 2013 unerlaubt und verärgerten damit Vince McMahon. In den letzten Jahren wurden die Zügel offensichtlich etwas lockerer gehalten. Es gab immer wieder traditionelle oder variierte Piledriver zu sehen. Nicht besonders häufig, aber schon immer wieder. Undertakers Tombstone ist ebenfalls eine Ausnahme von dieser Verbotsregel. Und so scheint es so, als würde der Piledriver nicht mehr komplett aus der WWE verwandt sein. Und die Nummer 5, der Burning Hammer. Tyler Rex verwendete in seiner Anfangszeit bei WWE den Burning Hammer. John Cena allerdings sah das gar nicht gern und ging Backstage dagegen vor. John Cena ist Backstage sehr beliebt, sein Wort hat Gewicht. Das Argument war, dass der Burning Hammer dem Attitude Adjustment ähnelt. Cena wollte also seinen eigenen Finisher schützen. 2016 war der Burning Hammer dann aber wieder zu sehen, während des Matches zwischen Brian Kendrick und Kota Ibushi beim Cruiserweight Classic. Das war allerdings ein ganz anderes Setting und ein ganz anderer Rahmen. Mittlerweile tritt John Cena nicht mehr so häufig bei WWE auf. Es könnte also sein, dass der Burning Hammer wieder in die WWE zurückkommt und wieder häufiger zu sehen ist. Allerdings ist dennoch das Verletzungsrisiko bei diesem Move nicht zu unterschätzen. Es bleibt also spannend, ob wir diesen Move irgendwann regelmäßig als einen Finisher sehen. Stay tuned. Dankeschön, dass ihr hier bei diesem Video mit dabei wart. Für Wrestling-Analysen und Podcasts, checkt den Spotify-Podcast aus. Link dazu findet ihr hier im Video. Haut rein, bis spätestens zum nächsten Video. Ciao, ciao.